So, jetzt geht's wieder los. Super tolles Wetter, muss ich sagen. Herrlicher Sonnenschein. Temperatur angenehm, soll heute 23 Grad werden. Und wir sind Nähe Lemgo. Wie heißt das Kaffee? Keine Ahnung. Lemgo. Und machen eine etwas kleinere Tour heute. Gucken, die wollen wir wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern. Und 16 Grad. 16 Grad, ja. Also muss ich gerade mal meine Wander-App starten. Ja, wollen wir mal sehen. Wird bestimmt ganz toll. Heute ein bisschen wärmer, ohne Jacke. Dafür, dass wir vor 2 Tagen morgens noch die Scheiben freikratzen mussten, hat sich das Wetter extrem verändert. So, ja, dann würde ich sagen, genießt die Show. Wollen wir mal sehen, wie es wird. Also, sehr angenehm ohne Jacke. Ja. Aussichtsturm, ja. Ach, guck mal. Wir sind heute nicht alleine, Achim. Ja. Ach, der Hund hat keine Lust. Guck mal, der Hund hat keine Lust. Stimmt, komm mal. Ach, treffen und dann. Ja, ich kann euch das vorbilden. Wir machen das so von morgens und dann machen wir jetzt so einen schönen Breakfast. Und dann geht's los. Wir brauchen ja eine Runde. Ach, wo geht's her? Ach, schade, ich bin nicht gestartet. Wie, was nicht gestartet? Unser Navigator sucht die Nähe. Das ist schlecht zu erkennen, ne, bei der Sonne. Ja, dann. Nee, warte. Was denn? Ja, wir müssen da runter. Guck mal. Die kennen wahrscheinlich unseren Weg, ne? Ja, die kennen sich hier aus. Komm runter. Ei, ei. Toll. Scheiß Timing. Was? Echt? Ich kann die Latte noch einmal. Ja, ich kann Ihnen das dann auch.
Ja. Aber da ist auch ein Wegpunkt. Wo? Geradeaus. Und dann? Und da soll es rein. Zwei. Hast du nicht? Rehgehege. Ja. Ja, das ist das. Das ist das Rehgehege, ja. Ist die ganze Zeit ja schon hier. Morgen! Sollen wir mal gucken da vorne? Oder sollen wir weiter? Ach, kommen wir weiter. Oder? Boah, wie die Bäume da schon wieder hängen. Alter, Falter. Du, selbst im Moor gestern war das hier. Was? Dass da Bäume lagen. Das war ja nicht nur flache Ebene, ab und zu war auch noch so ein paar Bäumchen. Okay. Lass mich links gehen. Da, da. Da, 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 da. Da. Ja, was? Förster Teich gekommen. Försterteich, oh, wir haben ja noch nicht genug Teiche hier letzte Woche. Endlich ein paar Försterteiche. Meine Güte. Oh, 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 Achtung! Heute sehen wir Echsen, denke ich. Achtung, ist ganz. Er steht ganz unter Strom heute. Der war schon ganz nervös. Wir hatten heute etwas. Ja, eine längere Anfahrt nicht, aber wir mussten querbeet fahren, keine Autobahn und da zog sich das alles hin und nachher wurde immer nervöser. Genau. Was hast du dein Bodenblech ist durchgetreten. Ja, aber das hat er neu ausgeformt. Aber ist auch wirklich tolle Luft hier. Da haben wir auch schon ein halbes Jahr drauf gewartet, den ganzen Winter über, dass endlich wieder Sommer wird. Also das ist Frühling, das andere Feuer war doch Käse. Ja, stimmt. Ja, auch wenn es interessant war. Ja, stimmt, sah ja auch, also Schnee, so sieht ja auch von der Optik her, sieht das immer, finde ich das immer attraktiv, aber... Ja, morgen. Morgen. Ja, das stimmt natürlich. Richtig tolle Temperatur. Nicht zu warm. Das ist schon was Schönes. Wir sind das ja hier gleich. Ach, heute, das habe ich immer noch nicht angemacht. Guck mal, heute Uhr. Heute Morgen schon so viel los ist hier, ne? Das ist auch schon. Naja, heute Mittag. Naja, das ist Viertel vor elf. Komm, Mittag fängt ab 12 an. Sag mal halb 12. Also ist immer noch morgen. Obwohl bei dir ja der Morgen schon um 4 Uhr anfängt. Ach, Urlaub. Jetzt doch mit der Uhr ist doch einfach wie immer das Handy am Machen. Ja, das ist ja halt klar. Das stimmt. Ja, siehste.
ist doch schön. Warte. Oh, 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 oh. Musik geht los hier. Warte, warte, warte. Ganz ruhig. Warte. Gut, dann nehme ich eine andere. Wir müssen ja andere Fotos posten. Wir können nicht immer diese Fotos posten bei Komoot. Also, wenn ich jetzt immer eine doppelte Tour kriege. Ja. Das geht ganz einfach. Dann lass mich doch die Touren einstellen. Die hast du doch alle eingestellt. Ich habe dir nur zugesagt. Nee, nee, das ist ja nur die Planung. Die Planung, wird ja, die Planung geht ja wieder weg. Hm? Ja. Was? Ups. Morgen. Ich muss sagen, ist schon ganz nett hier. Mit den Teichen. Stadtwald Lemgo. Ich wollte eigentlich vorhin nicht die Stadt haben, diesen Ortsteil, in dem wir hier sind. Das ist doch Lemgo, bla bla bla. Hä? Okay. Okay. Oh, Fischels. Ja, können wir angeln. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Das Wasser ist klar, muss man sagen. Ja. Oh, Alter, ja, guck mal da unten. Guck mal, da wird Frösche. Gearbeitet. Frösche. Guck, da seht ihr. Und nicht reinverlassen daran. Knopf wieder gedrückt. Alter, hier ist ein ganzer Arsch voll. So. Die Frösche waren es nicht. Dann Gurken, Frösche. Das ist ja der Hammer. Ja, toll, kannst wieder nichts. Kannst wieder nichts. Hier gibt es wieder null Empfang, hier gibt es wieder nur Edge hier in Lemgo. So. Ist das ein Pferd? Nein, es ist ein Hund. Ein kleiner Hund. Ein ganz kleiner Hund. Das ist so typisch. Ist das nicht wieder so dieses Kleinfamilie, zwei Kinder und Hund? Ja. Was ein Schuh. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, ich habe mir, also für Chill High werde ich mir, also ich bin jetzt schon am Schwitzen in den Füßen. Ist zu warm. Brauche ich neue Schuhe für. Meinst du, es wird kälter? Moin. Moin. Drei sogar. Ja, siehst du. Nee, ich dachte, das sind zwei gewesen. Nee, das Kind, das gehört doch. Der Wagen ist leer. Morgen. Du könntest auch mal mit so Stöcken laufen, Aha. Ich weiß nicht, hast du schon zu viel Sonne ab? Die ist ja noch gar nicht so heiß, ne? So zwei grüne Stöckchen. Ja, das
Ja, hallo, wer ist denn hier der Navigator? Hast du ja deine Brille nicht aufgehabt? Ja, Kinder, ich glaube, wir haben uns wieder verlaufen. Ja. Wir kriegen unsere 20. Nein, wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Wir werden jetzt hierher gekommen, am See vorbei. Ah, siehst du, also die schöne Aussicht haben wir jetzt verpasst. Ja, ich sag, wir kriegen unsere 20 Kilometer heute wieder voll, weil Achim dreimal im Kreis rennt hier. Kein Problem, machen wir ein Brötchen. Ja, ich sag mal. Sind die am, ach, die sind am Boot fahren, guck mal. Guck mal, hätten wir jetzt das schöne Bootfahren verpasst hier. Können wir nochmal interviewen, ne? Was es Schönes gibt hier. Ja. Hast du erwartet, du findest hier eine Yacht oder was? Ja, wir können hier auch ein Boot einmal leben. Ach hier, à la Hykamoor oder was? Ja, können wir natürlich nicht. Morgen. Morgen. Hopsa, hopsa, hopsa. Und schon was gefangen mit dem Fischkutter? Aber das Netz ist dran. Ne? Das LKW ist weg. Ja. Ach so. Ja, gut. Komm, lass uns weiter. Ja, dann viel Spaß noch. Oh, 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 jetzt haben wir verpasst. Ja, extra für uns hier noch so ein Schuss. Oh, oh, mein Geld. Ja. Ich wollte gerade sagen, ey, ich geb's auch auf. Ich wollte heute das Portemonnaie nicht mitnehmen, deswegen habe ich das hier in der Tasche hier oben erst rein gehabt, aber das ist nicht. Ich hab's mir einfach gemacht, Thomas. Ja, ja, war klar. Ich denke mir, ach, nimmt bestimmt wieder nichts mit. Nimm mal einen Zehner. Gestern hab ich bezahlt. Nee, darum geht's ja nicht. Wer jetzt halt ist, ist scheißegal. Bloß wir sollten was dabei haben für den Notfall. Oh, was ist da hinten, ne? Lagerhäuser. Ja, auch schon Bäume wieder gefällt hier. Ist ja nicht also angebrochen. Naja. Mehr angesehen. Ja, ja, genau. Aber zumindest ist ja einer ja, so ein bisschen am Rumwirken. Wenn das hier ist. Ja. Ja, das hatte ich schon. Da vorne sind Rehe. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ob der Förster wohnt. Morgen. Super schön. Guckt euch das an. Moin. Guck mal. Lächel doch mal. Lächel mal. Hallo, du würdest auch nicht lächeln, wenn du im Knast wärst. Hallo. Ach du meine Güte, was gibt das denn für Geräusche? Die sehen aber gar nicht so unzufrieden. Nein, denen geht's wahrscheinlich auch. Das Wetter wird wieder besser. Die Geräusche. Putz dir mal die Nase, der glaube ich Schnupfen. Ach, sie traut sich nicht, ob? Ah, jetzt geht's. Guck mal. Na? Na? Jetzt mit Marmelade, jetzt mit Marmelade drauf machen müssen. Oder Nutella. Oder Nutella, genau. Die haben genug. Die Enten brauchen auch noch was von her. Nach Enten müssen wir hin. Ja, da sind noch welche mit dem Boot, da siehst du ein paar Boote. Oh, die fahren her. Auf dem Teich. Okay, komm her. So. Bevor da der Agule ist von dem Boot.
die haben bestimmt auch Reserven. Ach, hier Scheiße. Guck mal, da sind unsere Freunde. Ey, die ganze Zeit haben wir sie gesucht, im Wildschweingehege, nicht ein Schwein gesehen. Und hier sind sie. Ja. Oh, den haben sie aber. Was hat er denn hier? Was ist denn los? Was hat er denn? Weiß ich nicht. Schweinchen. Was hat er denn? Ja, ich habe nichts zu fressen. Tut mir leid. Ja, der wartet wahrscheinlich. Ja? Guck mal hier. Ja? Ja, mein Freund. Guck mal, da ist auch ein Parkplatz. Was? Da hinten ist ein Parkplatz. Ja, ich sag doch, ich hab gesagt, es war ein scheiß Start und so. Ja, ist nicht besonders. Ist nicht so besonders gewesen, aber. Der kratzt sich noch, die haben genug zu fressen. Guck dir das an da. Da sind wir kein anderes Zeug geben. Ja. Das ist nicht gesund, glaube ich. Nee, das denke ich auch. Boah, hast du gesehen? Die Brünen, oder? Ja, ja, ja. Die hat ein total weißes Gesicht wie so ein Vampir. Die muss mal echt in der Sonne. Guck mal hier, die haben sogar Gemüse. Oh, da hinten geht's ab. Hätten sie noch machen können, wenn wir da sind. Dann haben wir es gleich schön auf Video gehabt. Ja, ja. Ja. Jetzt sind wir noch jung, hä? Moin, alles geben? Na klar, immer. So viele unterschiedliche Eindrücke schon auf so kurzer Strecke, muss ich sagen. Zwei Seen und die Gehege. Ja, also, die haben sie echt schön. Ja. Auf die Menschen, die verzichten können. Ja, komm, Achim, die müssen, muss denen auch mal so ein bisschen Freiraum auch. Das ist man wieder wie auf dem Bahnhof hier. Ja, es ist extrem viel, das stimmt natürlich, aber ein Seen ist auch sehr beliebt scheinbar. Und Müll liegt hier natürlich auch überall. Ja, das ist das Problem, wenn viele Menschen da sind. Ne? Sind auch immer ein paar Arschlöcher dabei, die ihren Müll hier entsorgen müssen. Ja, wer weiß, wie weit die schon laufen. Das ist super. Wir laufen jetzt gerade mal dran vorbei. Du bist aber auch fies. Meine, du siehst doch, dass sie noch in den Anfängen sind. Hauptsache, die halten noch durch. Hauptsache, die rollen nicht zurück, ne? Weil es ein bisschen steil ist. Ach, du, wir sind doch schnell. Wir können ausweichen. Einmal links, einmal rechts. Ja, irgendwie sind wir heute ein bisschen zwei kleine Lästerköpfe. Ich weiß es auch nicht. müsst ihr euch nichts bei denken. Oh, das ist abgesperrt. Gerade. Hast du? Ja. Siehst du?
Das HB-Männchen. Hast du gesehen? Ja, ich bin ja nicht blind. Kennst du das? Das war, nee, ich bin. Das ist, das war vor meiner Zeit, Aachen. HB-Männchen, was ist denn das? Was macht denn das? In der Luft gehen. Ach so. Auch erstmal ein HB. Okay. Meine Mutter hat HB gehabt. Achso, ach ja. Okay. Da wollte ich ja letztes Mal noch was erzählen, Alter. Habe ich letztens mal wieder eine Dokumentation gesehen, mal einen Bericht über. Scheiße, ich formuliere das am besten, wie heißen die? Na guck mal, deswegen haben sie gesperrt hier. Lass rechts gehen. Scheiße, die haben einen speziellen Namen. Das sind die, die mit diesen Nicht-Wünschelrouten hier, mit den Metalldetektoren hier durch den Wald laufen. Da gibt es auch so eine richtige Community. Und das alles, was im, in der Erde liegt, hier quasi, dem Staat gehört, ne? Wenn du das findest und du verpflichtet bist, das abzugeben. Das heißt, dein Römerschatz, den du die ganze Zeit suchst, den musst du abgeben, weil das Kulturgut ist. Ja, da gibt es natürlich viele, die machen das natürlich auch so, aber... Ja, könnte ein bisschen problematisch werden hier. Guck mal. Anja, jetzt hätten wir dich dabei haben müssen hier. Hä? Da wären wir hier rüber gegangen. Aber wir sind ja wie so ein paar Katzen, klettern wir hier über die Bäume. Und da hatte wirklich einer, ja, so einen Schatz gefunden, so einen Goldschatz. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Nein, nein, in Deutschland hier. Auch in einem Bereich, wo es eigentlich gar nicht zu erwarten war. Nein, hier in Deutschland. Es mag sein, dass das in England anders geregelt ist. Aber ich rede jetzt hier von Deutschland. Die Hälfte der Kinder, andere Hälfte der Besitzer des Landes. Ja, das wäre ja eigentlich richtig, ne? Aber das wollen die scheinbar gar nicht. Das ist es. Die wollen das gar nicht. Und zwar hat das den. Ja, und zwar hat das den Hintergrund, dass diese halt mehr kaputt machen beim Ausbuddeln und nichts protokollieren. Und die ganzen Forscher, die wollen natürlich, wenn die sowas finden, natürlich auch noch mehr Informationen rausziehen als nur die einzelnen Goldstücke oder so oder Objekte. Ja. Ja, bloß. Das ist richtig. Aber es ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn du was findest, das dann liegen lässt, ist ja auch nicht gut. Ja. Ja, sind sie. Man wollte auch den Ausgleich. Du bist voll in der Kamera, denn heute hätten wir das volle Profil von dir. So. Alter, hier geht ja gar nichts. Da vorne bin ich.
eine Suppe kochen. Achim, das ist hier. Da, jetzt hast du deinen Fund gemacht. Guck mal an. Der andere Eimer. Ja, 4000 Jahre alt oder was? Ja, nicht ganz. Vielleicht 50. Kannst du bei Bares für Rares kannst du anbieten. Der Waldi, der kauft dir was bestimmt. Oh, ist da ein Sportplatz? Achim hat einen Sportplatz gefunden. Mitten im Wald. Das ist wahrscheinlich ein geheimes Trainingslager von der U21 oder so. Oder einfach nur so ein Dorfverein wie Grünwald-Buschstedt. So, wir sind wieder auf dem Weg. Und von der einen Absperrung zur nächsten. Wir haben uns verlaufen, können nicht mehr weiter. Ja, das müssen wir hier anhalten. Irgendeiner muss uns abholen hier. Wieder ein bisschen vom Pfad ab. Das war mir schon klar. Irgendwann setze ich dir mal so eine Kompassmütze auf oder so. Kann ich dir mal sagen, nein, wir müssen rechts, wir müssen links, wir sehen das sofort. Ich habe schon ein bisschen Durst. Nee, aber es ist warm geworden. Ja, ich schwitze auch hier. Ich schwitze. Ist es warm geworden. Ja, ich schwitze auch. Muss man sagen. Ich schwitze auch. Ja, und wir sind... Ja, 50 Meter weg. Aber ich komme ja auch nicht. So, kein Problem. Hier jetzt gerade und dann rechts. Dann ach, guck mal, hier haben wir eine schöne Aussicht. Schöne Aussicht? Naja, eine halbwegs schöne Aussicht. Guck mal. Baukran. Fast so wie. Ein Baukran. Halt mal gerade fest hier. Mach dich doch mal nützlich hier. Mach hier, guck dir. Der Junge muss schon nach 3 Kilometern wieder Wasser zu sich nehmen, damit er nicht dehydriert. Dabei hatte ich gestern nicht mal viel Alkohol gehabt. Was hast du denn getrunken? Du warst ja zu Hause geblieben. Ne? 2 Jim Beam und ein Gin Tonic. Zu Hause? Nein. Nein? Was hast du denn? Weg. Ich war halt weg. Du kannst zwar viel fragen, aber du musst auch nicht alles wissen. Ne, wie das heißt. Sie auch nicht. Ne, siehst du, guck mal, was ist da? Hier, mach ein Foto, Achim. Foto. Ja komm, stell dich davor. Siehst du? Lürdissen ist das hier. Wunderbares Lürdissen. Lürdissen. Biotop. Ja, komm, hast du? Mit dem HB-Männchen. Hast du mich drauf? Ja, beide. Gut. Spitze. So, jetzt haben wir hier Wildgehege. Guck mal. Oh, schöne Runde hier. Ist doch eine schöne Runde. Wo sind wir denn? Da, wo der rote Punkt ist. Warte, geh nochmal. Du kannst auch aus der Ferne sehen, hast du doch gesagt. Warte, ich sehe alles, ist ja nicht das Problem. Ja, ich muss aber. So, gut, alles klar. Oh, für Behinderte ist da nichts. Unbefestigter Waldweg, das ist so das, was wir suchen, ne? Genau. Ein Skihang ist auch noch. Die Behrensburg, heißt war es wahrscheinlich nur der Wald, da, oder was? Försterteich, da waren wir, jetzt sind wir da. Hier ist der Sportplatz, ja. Da kommen wir rechts, da ist vielleicht rechts noch eine Behrensburg. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich wieder so ein Hügelchen in der Erde. Vielleicht ist das ein Highlight, Achtung, den gibt es noch nicht bei Komo. Highlight. Können wir anlegen. Haben wir noch nicht gehabt. Noch kein Highlight? Ja, die Rehe und die Tiere, aber da kannst du... So, das war doch, ist doch schön. Ja, kannst aber auf ihren Zoo gehen, ne? Ja, kann man natürlich auch, das stimmt ja, natürlich. Aber dann sieht man die ja nicht so in freier Wildbahn in so einem kleinen Gehege. Vor allen Dingen in freier Wildbahn. Mhm. Ach, hast du die Dinger gesehen, die ich dir geschickt habe? Diese Böcke, die wir letzte Woche gesehen haben? Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist schon fast eine Plage da. Ja. Aber so wie das aussah, ne? So wie alles zugeschissen war da, ne? Ja. War jetzt schon für uns die Plage da mit dem durch den Wald gehen. Ja, stimmt.
Ja, morgen ist immer der letzte Tag, den ich trainieren kann. Dann machen sie zu. Nee. Nee, die renovieren das kleine Studio und ab dem 13. ist das neue auf bei Münchhoff. Größer, alles größer. Und, ja. Alles größer und schön. Ja, mal gucken. Kennst ja diese Versprechen, die wir machen. Obwohl, sollen alles neue Geräte sein. Lass mich mal überraschen. Ja, die haben wir jetzt natürlich, ne? Die Insekten da. Da mussten heute Morgen schon eine Spinne wieder vernichten. Oh, eine ganze Spinne. Ja. Und wer hat sie vernichtet? Jana, ne? Das glaube ich sogar. Ach ja, ja. Ja, sind wieder auf Fahrt. Ach so, ja. Guck mal, könnte man sehen, wie wir am Schwitzen sind. Ja. Können wir schon mal gleich eine kleine Ankündigung machen? Höhe 211 Meter. Nächste Woche haben wir noch einmal eine Wanderung. Danach sind wir erstmal weg. Könnte dann 2-3 Wochen dauern, bis dann wieder ein neues Video kommt. Und da kommen dann Videos aus der Tschechei. Arim hat dann noch ein bisschen was offen. Mit der Schneekoppe. Genau. Die wollen wir da besteigen. Wird dann wahrscheinlich einen ganzen Tag sein. Das haben wir geplant, um 9 Stunden oder so. Ne? Ja, 9 Stunden kannst du drehen. Wird bestimmt ganz lustig werden. Und dann mal gucken, was sich da alles noch so ergibt. Tschechien wird ganz schöne, auch schöne viele Wandertouren gibt es da. Ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja. So, jetzt haben wir die Burg aber nicht gesehen, ne? Die Burg. Ja, da stand doch Burg auf dem Plan. Ja. Ich habe schon so viele Burgen gesehen, da war das nur ein Hügelchen. Ach komm, wir haben auch richtige. Wir haben zwar nicht viele, aber. Ja. Das ist ein alter Grenzstein. BP steht da drauf. British Petrol ist das aber wahrscheinlich nicht. Guck mal, der Hund. Ja. Halbe Stunde Baggerchen, kurze Beine. Ja, der ist ja auch schon. Oh, guck mal, der kann auch schon nicht mehr. Der ist schon ein paar Tage älter. Der ist schon ein Rentner. Ja, wir laufen da wahrscheinlich auch dann so rum. Auf allen Vieren nach ihm. Ja. Hä? So, genau, sitz. Ruhig weg. Ruhig weg. Lass dir Zeit. Die laufen nicht weg. Keine Angst. Ja. Moin. Moin. Links geradeaus. Keine Kommandos. Keine Kommandos. Dann. Keine Kommandos. Auch durch die Bäume. Geradeaus. Na dann, machen wir das doch mal. Kommt nämlich wieder ein Punkt. Und zwar ist das Stadtwald Lemgo. Ach super. Der Stadtwald Lemgo hier. Ehrlich. Guck mal hier, so heißt Scheiße, wie heißen die Bank? Die Bank heißt auch Stadtwald Lemgo. Ja. Super. Echt super. Oh, das, ja, guck mal, das sieht auch interessant aus. Guck mal, wie der sich zugemoost hat. Hä? Ja, der wollte auch nicht frieren über den Winter. Das glaube ich auch. Probleme mit der Brille hier. Wieso? Da kommt natürlich immer Schweiß drauf, wenn sie hier vorne hat. Ja. So ist das mit den Brillen, ne? Dann lass sie doch auf der Nase. Ja, das geht nicht, ne? Kannst nicht mitlaufen, oder? Ich wundere mich schon immer, warum die immer bitte. Wieso müssen wir jetzt hier nicht rechts hoch? Sonst müssen wir doch immer nach oben. Fängst du schon an zu zweifeln, oder was? Ja, hallo, wir haben uns ja erst 2-3 Mal verlaufen hier. Kinders, ich sag jetzt mal nichts, ne? Wir müssen uns ja nicht an der Route halten.
Nein, müssen wir natürlich nicht. Okay, wir halten uns nicht an der Route. Ich lässt er nicht. Das ist aufgenommen, das kann man sehen. Ja, was ich gesagt habe. Ja, ja. Ich muss sagen, ist schon so ein bisschen anstrengend hier. Hier hoch. Genau wie es sein soll. Besser ist es. Scheiße. Ja, gut. Ob unten weiter ist. Ja. Reicht daneben. Hätte man doch auf meinen. Ja. Da hinten ist er. Ja, genau, da ist er. Wo ich her wollte. Wie du her wolltest. Aber gut, wir sind ja völlig cool. Kommt das selber raus. Dann wird das selber rauskommen. Ist ja so ein Wegpunkt, wo wir drauf zu marschieren. Wo ist denn hin? Ja, hoch. Juhu, wir dürfen hier runter. Au, oh, Kaninchen. Oder wie heißt der? Meister Lampe. Was denn? Ach, Gottchen. Ja, das war doch kurzes, schönes Intermezzo. War das doch. Ja. Wir haben ja nur die Straße gegangen. Genau. Das wäre ja richtig gewesen, aber wir. Die wäre auch schön langweilig gewesen. Genau. Und wir hätten den Hasen wahrscheinlich gesehen. Und wir hätten dann nächstes Ostern keine Eier gekriegt. Wieso? Vielleicht. Wieso hätten wir keine Eier gekriegt? Der für uns zuständig gewesen wäre. Ach so. Ja, das kann schon sein. Ich hätte, das hätten wir eigentlich ja diesen Ostern überhaupt gar keine farbigen Eier gegessen. Ja, wir haben eine Packung gekauft. Gekauft? Alter, ihr müsst das selber machen. Ja.
Immer dieses Kaufen. Das kann man machen, wenn man Kinder hat. Kleine Kinder. Ja, dann wird Zeit. Jetzt ja schon mehr wie manche andere Touren komplett. Ja, aber das stimmt. Na ja, gut, das war aber bisher auch immer kaputt. Ja, ja. Ah, nee. Grad mehr ist schon unterschiedlich. Ja, aber. Ah. Sag mal, ich weiß auch, wenn es kalt ist, ziehst du dich mehr an und da drin schwitzt du auch wie so ein Berserker. Hier sind ein paar Hügelchen, Achim. Kleine. Keine geologische Form. Ja, wahrscheinlich. Formation. Irgendwie durch den Wind oder so. Wahrscheinlich, ich wollte hier letzte noch ein Bild schicken. Da gab es eine Übersicht von 2017, wo in den Wäldern in Deutschland schon überall Wölfe sind. Ja. Also bei uns hier noch nicht. Ja, aber was können wir machen? Nichts. Wollte ich dir ja nur sagen. Auf der Hut sein. Ja, wir müssen uns demnächst bewaffnen. Ja, das geht am Monchaco. Ich nehme einen Katana. Einen Katana auf den Rücken. Rasiermesser scharf und zack, sind die Ohren ab. Das fällt auch, ne? Das sind nur zwei Schläge bei dir, ne? Die Ohren haben das Fell lassen gehäutet. Genau. Ruhig, wenn wir mal nichts sagen, ist ja schön ruhig, ne? Weil die mal die Strecke verlassen haben, ja. Die gesperrt sind, ja. Ja, ist es ruhig. Das stimmt. Ja. 3,4 Kilometer erst. Jo. Ja, 3,5. Ja. Dafür muss noch eine tschechische Karte runterladen. Wofür? Für den Oregon, den wollte ich mitnehmen. Was wolltest du mitnehmen? Den Oregon, den von Garmin, den. Das Navi. Für mal über das Nummer sicher. Ich bin doch demnächst schon. Ja. Ja, ich habe immer noch was in Reserve. Alles Ballast. Ach, das sieht 300 Gramm da. Ja, guck mal, hast du die gerade was erzählt? Man darf es nicht herauf. Ja, das ist jedes Mal. Und schon gibt's wieder. Nennt sich Karma. Karma. Ja, guck mal, und die Stäbchen hat es auch dabei. Können wir gleich schon. Ja. Hallo. Ist das schön, guck mal. Hallo. Hallo. Das ist. Das ist auch interessant, so die Entwicklung. Die moderne Frau hat zwei Stäbchen und einen Hund statt einen Mann. Der gibt auch keine Widerworte, der Hund. Ein Stäbchen hat sie zwei. Das ging jetzt aber unter die Gürtellinie, Achim. Mit den beiden Stäbchen. Du hast doch angefangen. Ich?
Ich habe ganz normal gesagt, das sind ja Wanderstäbe. Ne? Wanderstöcke. Ja. Stäbchen sind das nicht. Stäbchen führst du ins Ohr schieben. Ja, oder machst du das? Ja, du kannst auch damit essen. Die Chinesen essen mit den Stäbchen. Ja, siehst du. Bald kommt wieder was. Oh! Achtung, Trommelwirbel, Trommelwirbel. 600 Meter. 600 Meter. Schätze ich. Bereitet euch drauf vor, holt die Pommes, nicht die Pommes, holt die Chips aus dem Schrank und macht euch noch ein Bier auf. Und zwar hängen geblieben in Lemgo. Hängen geblieben in Lemgo. Ja, guck mal. Wanderhighlight. Zwischenstand hier. Wird angepriesen mit Wanderhighlight. Okay. Ja. Ja, empfohlen vom Mandelkern. Kann man ja schon mal anpreisen, ne? Mandelkern, kennst du Mandelkern? Irgendwie sagt mir der Name was, aber. Das ist mein größter Widersacher. Ach, dein größter Widersacher? In Lübbecke, das ist der Pionier da. Aha, okay. Ach, Mandelkern, ach, den weiß ich, jetzt weiß ich. Ja, du bist jetzt ja auch in der Reihe. Ja, ja, genau. Ja. Ich kenne den auch, ja, der macht und überall einen Kommentar abgeben und so. Ja, ja, das ist der. Der weiß sich mitzuteilen, Achim. Da hast du ja einen richtigen Konkurrenten. Oder Herausforderer. Oder bist du der Herausforderer? Also ich komme von hinten. Ich bin Platz 10. Du bist Platz 15 oder Platz 12. Echt? Ja. Ja, wie denn auch? Wir fängt dann damit wieder an. Wie denn auch, wenn. Herr Hempelmann, hier ein einzelne. Ja, mache ich jetzt auf. Ja, mache ich. Aber ich wollte das nicht, dass wir zwei Touren immer drin haben. Eigentlich auch. Ja, siehst du. Darum habe ich das ja übernommen. Ja. Weil du ja die Kameras hier oben hast. Ja, ist ja, war ja auch okay, wenn wir das vernünftig da umgesetzt hätten, die Schluffen bei Komoot, wäre es ja alles kein Problem. Aber haben sie nicht. Ach ja. Das muss ich. Dann bin ich der Herausforderer. Ich muss ja alles aufholen. Ich kann nicht die ganze Tour noch einstellen. Oh, haben wir schon wieder kurz vor. Der Puls stimmt nicht, die Höhe 240 passt. Bist du sicher? Ja. Glaube ich. Nach. Das ist normal. 244, ja, das passt. So, was sagt der hier? GPS. 8.40 Uhr, 20.40 Uhr geht dort die Sonne unter. Ja, gut. Bearing. Guck mal hier. Die ist natürlich ist echt auch eine tolle Software, muss ich sagen. Was die da alles eingebaut haben, ist schon geil. Hier. Von Samsung. Ich habe mir das heute mit der S4 durchgelesen. Die Software wollen sie auch weiter ausbauen. Ja, und? Noch nichts. Ende des Guck Jahres. Guck dir das an. Hat er alles drin. Also ja, das habe ich auch. Ja, das ist die geilste App überhaupt hier. Hike. Nur immer hier. No Waypoint. Hier warten wir. Was Grünes. Ja. Für den Herzrhythmus. Das ist alles nur. Das ist ja nur eine App. Das ist nicht die. Ja. Ne? Das ist bei Dings auch drauf. Bei was? Bei Samsung. Hier auf der Uhr. Ja. Achso, guck mal hier, voll lauter. Ja, siehst du, ich will mal. Hast du recht. Jetzt mal ein bisschen. Oh, das sind schön. Warte, hast du recht. Gibt ja auch ein bisschen Grün hier. Sonst ja, gibt's schon. Das müssen wir festhalten, da hast du recht. Mal gucken, wer da die besseren Fotos hinbekommt. Tja, guck mal. Objektiv ist dreckig. Was ist dreckig? Mein Objektiv ist dreckig. Verschwitzt. Ja, mal gucken. Okay. Ja, du musst. Hallo, bleib nee, doch mal locker. Hier, wir kriegen hinten, holen uns auf, komm. Wer holt uns denn auf hier? Haben wir Verfolger oder was? Manchmal komme ich mir vor mit dir, als wenn ich auf der Flucht wäre. Hast du irgendwas verbrochen? Hast du irgendwas verbrochen?
Hier, komm, mach mal nochmal. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Ich bin heute... Also wir suchen jetzt die nächste Bank auf, da trinke ich auch mal was. Kannst du noch 2 Minuten warten? Nein, dann trinke ich noch mal was. Oh, hier wäre ein schönes Foto gewesen. Ja, ja, hast recht, warte mal. Hier, hier. Nein. Nee, nee, doch, doch, warte mal. Lass mal die Leute erst vorbei. Hier. Ja, lass die doch. Ja. Ist doch gut hier. Moin. 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 Oh, Walter hat Geburtstag, guck mal. Walter hat Geburtstag. Walter hat Geburtstag heute. Olli hat Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Walter. Wie alt bist du geworden? 70 oder wie war das? Oh, hier gibt's auch nur Edge. Oh, das ging aber rüber. Donnerwetter. Ja, das sind Achens Lieblingswege, ne? Schön, hier so eine Kehre. Ja, sowas macht. Das liebt er. Ja. Aber die haben wir, glaube ich, schon 1000 Mal gesehen mittlerweile auf den Wanderungen. Sind sie nicht? Irgendwie sehen die alle gleich aus. Ja, aber es sind immer wieder schön anzusehen. Ja, hast du recht. Ja. Hast du recht, Alter. Nicht so wie mit den Frauen. Wie mit den Frauen. Wie mit den Frauen. Könntest du das bitte noch mal wiederholen, damit alle das mitkriegen? Habt ihr gehört, was Achim gesagt hat? Nein, hat er nicht so gemeint. Ach, so hat er nicht so gemeint. Achim meinte, unsere lieben Mitbewohnerinnen hier auf diesem Planeten verlieren mit der Zeit ihre Attraktivität. Das kannst du so per se nicht sagen. Das kannst du per se nicht sagen. Das sind ja nicht alle so. Ja, wo ich sagen muss, ich glaube, wir Männer haben da schon Glück, wie wenn... So, wenn du wanderst, ja. Du musst einen Berg hoch und dann geht es wieder runter. Ja, so ist das auch mit dem... Im Leben, meinst du? Mhm. Man wird älter und dann wird man wieder jünger. Ach komm. Ach, das ist schön. Ja. Hört aber gleich auf, ich sehe schon. Ja. Ja, stimmt. Und hier ist auch nichts großartig rausgerissen. Nee, das hat sich ziemlich, gar nichts. Ziemlich gut gehalten hier. Ziemlich gut, aber das ist sehr gut. Ja. Alles Abgewichte ist von Menschenhand. Ja. Ich wusste, was meine Mutter heute für einen Kuchen hat. Meistens geht der gute Kuchen immer ins Café. Wir kriegen nur die Reste. Ja? Ja. Nein, nicht immer. Aber das ist halt... Passiert manchmal. Ich bin gespannt, ich war noch gar nicht wieder da. Was der Arzt gesagt hat. Das ist ja heute erfahren. Ja.
Ja, unsere Butze da liegt auf 700 Meter Höhe. Oh. Also auch nicht ganz niedrig. Nee. Also es kann nicht flach, eben kann das auch nicht sein. Das müsste eigentlich alles gewählt haben. Na, auch noch leben. Okay. Endlich eine Mütze auf der Bank. Ja. So. Hier, guck mal, die Bank heißt Forst und Grün, Lemgo. Okay. Guck dir her, hat einer seine Mütze liegen lassen? Jo. Vielleicht holt er den nochmal ab. Ja. Könnt ihr noch eine Jacke geben, wenn es kalt ist? Nee. Kalt ist mir nicht. Hier ist ja viel, aber nicht kalt. So, wo geht's hin? Also, wo müssen wir denn? Zum Wald zu gehen. 4,5 Kilometer. Komm, ich muss ja dich gleich auch nochmal. Wir müssen mal ein paar Fotos von dir haben noch einem. Ja. Ach, hast du Welt. Was? Obwohl, du bist ja immer auf der Kamera, ne? Du bist ja mehr im Video wie meiner einer. Ja. Du musst doch nicht mit dem Gerät immer in den Dreck stürzen. Du bist ja quasi der Moderator. Du darfst auch nicht immer in den Dreck stürzen, ja? Bist du neidisch? Zeig uns doch heute mal eine Video. Ich glaube, jetzt ist das Wetter besser, also wenn da nicht irgendwelche Fallen sind. Das ist ja, das war ja letzte Woche auch nur, weil so ein Ast davor stand. Ja, manchmal kriegst du den Ast, ja, dann ja. Gehst du rüber und dann kriegst du den zwischen den Beinen und stolperst. Aber wie ja. Ich hätte jetzt auch schon das gehabt. Ja. Ja. Ist halt so, Achim. Ja. Da müssen wir durch. Ich kann mir wird jetzt schon. Also wird schwierig in Tschechien dann den Berg hoch. Weil das ist ja gar nichts dagegen. Ich habe kein Problem mit Ausdauer. Musst du vielleicht noch ein bisschen. Ja, Ausdauer ist nicht das Problem. Es geht die ganze Zeit ja, immer und so dafür hoch. Dafür brauchst du ja Ausdauer und Kraft. Ja, da schwitze ich aber gut zurecht. Ah, mal gucken. So, komm. Ich sehe da eher das Was Problem bei deinem. Was war. Ich sehe lieber das Problem bei Tristan. Ne? Ich habe ihm gesagt, feste Schuhe mitnehmen. Ja. Ja. Nee, das meine ich, weil ich weiß nicht, wie gut der so eine Ausdauer ist. Ja, gehen ist was anderes als wie gesagt. Gehen auch so steil hoch. Okay, ja gut dann. Also. Ja, gut. Er ist ja noch jung. Aber obwohl ich sehe, ich habe das bei Björn auch gesehen. Ich da auch. Na, immer große Klappe, halten alles durch und dann. Ja, ja. Ist halt, wenn du nicht im Training bist, dann hilft dann auch das Alter nicht. So wird klappen. Ja. 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 Im Schlimmsten müssen wir halt ein bisschen langsamer machen. Müssen wir uns an die Jugend anpassen. Wir müssen 50 los. Ja, wir fahren nicht um 4 Uhr los, vergiss es, Alter. Ich hab gesagt, das ist mein Geburtstagsgeschenk von dir. Die Tour und du bleibst zu Hause. Ich hab sie ja eingeladen, hab ich sie. Ja, und? Nein, ja, aber ich denke auch, das wird schon. Vor allem mit ihren Tütü-Schüchen. Da müssen wir übernachten. Mit ihren Tütü-Schüchen. Ja, eine Bombe hinbekommen, wird auch ordentlich. Das ist in einem Tag nicht. Erde, Vinito. Au. Links oben. Ja, ich habe schon gesehen, hinter den Bergen. Hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen. Da, guckt euch an, 2 Stück. Ich habe die Pferde nicht, ich habe nur die Mädels gesehen. Wie lange war die Tour überhaupt? Die war gar nicht so lang. Nein, 13 Kilometer. 13? Ja, oder so. Weiß ich nicht. Stunde 7 haben wir jetzt.
Wir haben ja erstmal gerade knapp 6000 Schritte gemacht hier. Ja. Ich weiß gar nicht, dass die App so geil ist. Ey, Bammer. Nee, ist gut. Super Sache. Müsste ich eigentlich Geld für bezahlen. Ich will ja kein Geld haben dafür. Ja, ja, der Entwickler. Die Wander-App. Da will ich etwas für bezahlen. Was ist denn für eine App? Nicht von Garmin, eine andere? Ja, oder? Ist ja von hier. Nee, von einer anderen. Von. Die kannst du über Connect kriegst ja. Kannst ja beliebige Dinger da drauf packen. Ja, und? Ja, und das ist ein guter Entwickler. Ja, wie heißt die denn? Geht die bei mir auch Hike, drauf? Hike 2. Nee, die ist nur für... Android. Nur für... Nee, nur für... Connect hier, für die Uhr. Für die Garmin-Uhren. Nur für Garmin? Ja, und nur für Android. Nee, nicht für Android. Nur für Garmin. Ich hab ja eh Füßen. Also die wird auf deiner Dings, wird die funktionieren, auf deiner Vivo Active. Ja, das ist klar. Aber ich habe ja keine Uhr mehr. Ja. Die hat ja nur mein Sohn. Ja, ist doch nicht schlimm. Aber der könnte die drauf machen, wenn er will. Der benutzt die aber auch. Ja? Ja. Was ist los? Hier habe ich ein Video aus Versehen angemacht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen ein Foto. Ja. Und das ist das Tolle, ne? Hältst das Ding so in die Sonne. Ja, und dann siehst du das. Und ich sehe alles. Ne? Ja gut, ja. Jetzt in diesem ist noch nicht. Aber das können wir nochmal jetzt nächste Woche. Ey, du brauchst mir das nicht erklären. Ich habe selber eine Garmin-Uhr. Also. Ja? Also mittlerweile hat ja auch wieder gedauert, keine Ahnung. 5, 6 Firmware-Updates, bevor die halbwegs stabil läuft. Aber mittlerweile läuft die gut. Jetzt, ja. Das ist ja typisch bei Garmin, das ist... Okay, soll ich das Bild löschen oder was hältst du davon? Nein, das ist ja cool. Dann muss weg. Schön scharf, schöne scharfe Steine. Ja, hab aus Versehen ein Video gemacht. Ja, da hast du ja die ganze Woche, die zwei Wochen noch Zeit, noch zwei, drei andere Touren auch noch zu planen da. Ja, ich gucke mir das nochmal an. Eine machen wir in der Nähe, weiß schon wo, da ist auch ein Gipfel. Wo ich eigentlich hin will, sind die den Mansbilder. Okay. Oder Mansbergen heißt das. Das sind Steinfelsformationen. Die sehen echt geil aus. Da musst du auch nachher die Steine noch hochklettern. Okay. Noch. Cool. Ja. Die sind echt gut. Die sind da ganz in der Nähe, habe ich schon gesehen. Ah, oh, tolles Foto, sehe ich schon hier. Was denn? Ja, sieht schon wieder nicht schlecht aus. Oh, jau. Sieht schon wieder nicht schlecht aus. Ne? Das ist nicht schlecht, das sieht gut aus. Ja, zwischendurch ja. Hat man ja mal so Glück. Nee. Also ich denke, zwei plane ich auf jeden Fall noch, dann haben wir drei. Ja, und wenn wir dann noch eine mehr machen. Ja, wir wollen auch ein bisschen Golf spielen. Nein, sowas. Also nur jeden zweiten, dritten Tag eine Tour. Also das heißt, wenn wir drei Touren haben, dann haben wir jeden dritten Tag, dann haben wir zwei Tage immer für was anderes. Ja, finde ich auch. Ja. Dann kriege ich auch Ärger mit meinem. Nein, ich kann ich auch verstehen. Das. Also das ja, ist drei, ja nicht... Drei planen. Ja, drei ist, glaube ich, okay. Wenn wir noch eine mehr machen. Weil ich habe auch schon zu ihr gesagt, so, wenn ich morgens um 5 Uhr aufstehe oder wach bin, dann schnappe ich mir meine Klamotten und dann schieße ich noch zwei Stunden die Gegend. Hier. Ja. Guck, schöne Decke. Ja, jetzt haben wir eine Decke, jetzt haben wir eine Mütze. Was brauchen wir jetzt noch? Ein paar Schüchen, ein paar Puschen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht im Sommer. Da bin ich mit Tristan, bin ich morgens um 7 bin ich los. Ja, ist okay. Ist ja nicht schlecht, wenn Sie dann... Zum Frühstück waren wir wieder da. Ja, aber jetzt sagen, wenn Sie halt... selber 3 Stunden, 15 ja. Kilometer. Ja, wenn Sie halt gerne länger schläft, ist das gar kein Problem. Sie schläft so wie du. So wie ich. Das glaube ich jetzt nicht. Du meinst, die geht um 3 ins Bett und steht um 8 wieder auf? Nein, die geht natürlich pünktlicher ins Bett. Hallo, die Betonung auf pünktlicher ja, ins Bett. Jeder Mensch. Alter, ja, jeder einer, kann ich sein. Der geht um 3 ins Bett. Ja. Oh Gottchen. Dein Weltbild, Arif. Das muss doch erschüttert werden, wenn du mich, seitdem du mich kennst. Wenn man dich hört, dann meinst du immer, ich schlafe auch nur 6 Stunden. Wahrscheinlich noch weniger als du. Das mag durchaus sein, ne? Nur halt anders, zu anderen Zeiten. Ich schlafe, du schläfst schneller, oder was? Nee, ich schlafe 6 Stunden so im Schnitt. Eigentlich eine Stunde zu wenig, normalerweise sollte man 7 Stunden schlafen. Ja, ich denke, ich schlafe 7.
7 ist so das Optimale. Ja gut, ich stehe optimal. Natürlich in Villner 4 auf. Ja. Ich stehe in den Städt. Da sind ja keine 7. Ja, 6, manchmal auch um halb 10, siehste? Je nachdem, mitten in der Woche nicht arbeiten muss oder so. Hallo. Der war gut trainiert. Ja, das stimmt. Das konntest du schon sehen. Ja, das hast du gehört. Ja. Und kam locker in der Jugend. Ja, das ist. Ja, ja, dicke Oberschenkel, das hast du schon gesehen. Der hat die. Das ist. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Beim Schlafen, ne, beim Turnen. Oh, das ging ja schon. Herzschaden nehmen wir auch mit. Ne? Ja. Die müssen wir nachher dann im Kofferraum ganz unten anlegen, damit die nicht am Platz weg. Ja, stimmt. Hinlegen. Dachbohrhammer, nimmst du mit? Nee. Die werden ja wohl was haben. Ich habe jetzt mal auch die Vorrichtung, die schraube ich einfach mir noch an. Dann müssen wir nur ein paar, zwei Holzschrauben nehmen mit und zwei Nägel und so. Ja. Meist gibt es auch immer ein bisschen Werkzeug in den Häusern. Ja, die wo man einen kleinen Nagel reinschlagen. Ja. Du hast ja eine Waage und noch ein Maßband, ne? Ja, Waage habe ich ja. Waage wofür? Und zum Ausrichten der. Nein, das habe ich mit Augenmaß. Mit Augenmaß. Maßband ist in Ordnung, wenn ich den Zollstock mit. Das ist interessant. So, jetzt sind wir den schönen anstrengenden Weg, den wir hochgegangen sind, wieder fast runter. Ja. Ja. Hab gestürzt auf. Weiß nicht, warum deine was anders zeigt wie meine? Was? Meine Uhr zeigt 267 Meter an. Das ist aber echt gut gemacht. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt hier in der Sonne. Was zeigt deine an? 267. Ich muss jetzt den Schweiß wieder wegmachen auf einer Seite. 266, 267. So, ich habe 208 Meter. Ja. 207, 208. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass unbedingt meins richtig ist hier. Tja, braucht einen dritten. Ja. Statistisch gesehen müssen wir über 100 haben. Ist aber auch nicht ganz entscheidend. Nein, ist es nicht. Hurra! Eine Schlange? Oh, die Schmetterlinge sind auch hier. Guck mal, was ist das wieder? Zitronenfalter. Ja. Ich dachte immer, die wären größer, aber so was Ähnliches. Die haben sie aber abgestützt, wa? Aber die haben sie aber. Also da, bei so viel Holzdingern, Latten, kriege ich schon wieder ein bisschen, würde ich Angst kriegen, da rauf zu gehen. Haben wir überhaupt einen Turm heute dabei? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Kannst du nicht sagen. Hoch.
Ja, hatte ich die Dinge ausprobiert mit dem Mikrofon. Ne? Hast du hier so ein Gestänge, so ein Mikrofon. Ja, das war so schwer. Ey. Das ist doch alles Mist, ey. Wir können ja so ein Gurt für die Stirn basteln. Dann muss Tristan das nehmen. Mikrofon und Kamera dran. Links Kamera, rechts Mikrofon. Und Stirngurt. Also das ist so das höchste der Gefühle, was du wirklich die ganze Zeit so tragen kannst. Alles andere, ich weiß echt nicht. Ey. Also das Mikrofon mit diesem Wuschel davor und die Haltung, was ist denn jetzt hier? Achso. Da weiß ich noch nicht, ob das alles so okay ist. Das ist so mal eine halbe Stunde oder so, das geht, aber mehr. Tja. Die Technik ist noch nicht weit genug. Geilste ist, wenn du einfach so eine Brille auf hättest, ne? Wie das, was Google da damals entwickelt hatte. Also ich hätte keinen Bock mit der Brille auf dem Kopf rumzulaufen. Ach. Ich hätte auch keinen Bock mit der Brille rumzurennen im Wald. Was? Oh, 9% noch. 9% Akku noch. Ich lasse mal sehen, was die Temperatur ausmacht. Wir sind jetzt unterwegs. Eine Stunde 20 bin ich auch auf. Anderthalb. Ja. Schon beeindruckend, was die Temperatur ausmacht, ne? Ja. Das tut gut.
Ja, das geht schon. Hopp mal, hier dann ein Stückchen höher. Dann wird bloß nichts mehr sehen. Ich habe mir auch gerade überlegt, ich werde mir wohl so ein kleines Handtuch mitnehmen hier. Alter. Ja. Produziert ja immer Müll. Das produziert ja Müll, Zeber. Ja, das vergeht aber. Ja, stimmt, das ist ja Papier. Na, ist das schon okay. Das ist schon eine gute Vorbereitung. Unnötig. Hä? Was sagst du? Wählerei ist unnötig. Ja, ja. Ich weiß nicht, wir werden da Schweiß in den Augen. Genau. Das sind Kalorien. Das sieht auch der höchste Punkt, oder? Ne? 271. Mal gerade wieder 70 Meter hoch. Ist ja 50 mehr, aber. Komma 25. Ja, das ist viel. Weil der höchste war, glaube ich, 330. Kann sein, dass ich die vielleicht nicht kalibriert habe. Ich muss die. Ja. Das ist der Rücken vor allem. Und am Rucksack, das ist ja furchtbar. Ja. Tja, dafür bin ich nicht zuständig. Ich bin nur für die Kamera zuständig. Ja, passt. Na denn. Da oben ist ein Punkt. Highlight. Na super. Dann kriegen wir ein bisschen gleich noch was zu sehen. Da muss es aber auch sein. Für den Anschnitt. Thank you.
2. Ja. Ja, 47, sagt er. 347. 67. 347. Ja, ich denke, der Nullpunkt passt nicht irgendwie. Nach irgendeinem Update hätte ich die wieder kalibrieren müssen. Denke ich auch. Da ist die Burg. Oder der Turm. Da hinten geradeaus. Ist da was? Ich sehe nichts. Hinter den Bäumen. Nee. Also nicht wirklich, dass ich hier was sehe. Drei 63. Das ist eine Hütte. Unten. Das war das Highlight. Und ein Turm. Nein, ein Turm. Nein. Also runterrutschen. Ein Pfeiler. Das scheint aus Metall zu sein. Und Menschen. Menschen. Ohne Haare. Also der scheiß Schweiß, der brennt ganz schön in den Augen. Warum? Ah, ich nehme mir gleich ein bisschen Laub und wisch mir den Schweiß von der Stirn und aus den Augen raus. Ist ja besser. Ich wähle dir mit so einem dünnen Ast. Das brennt in den Augen, Alter. Eine Strecke vor dem Frauenzeichen. Ach, brauchen Sie das auch noch? Okay. Alles 156. Oberweite. Oberweite in Blonde. Beide. Beide viel. Vier Striche auf der Skala. 1 Meter, 14 Minuten. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Nix. Eine Toilette oder ist das? Ja. Schon mal Zeit, ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Was gibt's hier denn Schönes? Auf alles, was wir wollen. Alles, was wir wollen. Radwurst, schönes Radler. Oh ja, ich nehm ich auch, ja. Ja. Ich nehme zwei. Zwei halbe Liter. Wir müssen nur ihre Fantasie freien Lauf lassen. Ach so, okay. Hallo. Oh, hier ganz voll hier. Ja. Heißt du so schön, Appetit, darf man außer Haus holen. Ist da in der Theke was drin? Nein, in der Theke ist nichts drin, die haben alles ausgetrunken hier. Ja. Die haben nichts übergelassen. Ja, unser Wanderführer, der hat das alles im Rucksack. Ach so, ja gut. Ja, was habt ihr vor, wie viele Kilometer wollt ihr noch? Ich glaube nur so
10, 11 Kilometer. Ja, das ist ja so, was wir auch machen. Ne? Bisschen ruhig weg. Ja. Also ging jetzt hier, ging's jetzt, ich weiß nicht, seid auch von da gekommen? Nee, wir sind von da unten gekommen. Ja, von da. Ja, er liegt das ein bisschen extremer. Nicht? Ja, hier, das war jetzt auch ein ganz schönes Stückchen hoch. Also das war schon, kommt mal gut ins Schwitzen. Meiner, wie lange wollen wir, wie viele Kilometer machen wir noch hier? Die beiden Herren möchten das gerne wissen. Wie viele Kilometer wir noch machen? Zwei sind wir, glaube ich. Nein. Bitte? Über 9 noch. Über 9, ja, also das Ende offen. Na ja, denn. Das sind 925. Alles klar. Wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Ja, das nur wegen dem Suchtrupp ist. Vor morgen früh braucht sich aber keiner auf den Weg machen. Okay, alles klar. Schön mal durch. 3, 6, 7, 8, 9. Tschüss. Ach, Achim, jetzt hast du wieder neue Freunde gefunden. Ja, ja, ist schon klar. Wieso, gehen die nicht in eine andere Richtung? Gehen die nicht? Okay. Wanderung hier veranstaltet. Ja, jetzt hat man den Scheiß in der Flöffe, ne? Ja. Reizt du noch in der Pech? Jetzt können die scheiß Insekten auch noch.